Nachdem die Anzahl der Naturkatastrophen plötzlich drastisch zurückging und somit auch keine akute Bedrohung mehr bestand, konnte man sich im Rahmen der UN-Vollversammlung natürlich nicht auf konkrete Maßnahmen einigen. Es wurde nur eine natürlich völlig unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Alles geht weiter wie bisher. Als Wladimir Kalenko nach seiner Rückkehr von der UN-Vollversammlung in New York von den Abenteuern seiner Tochter hörte, wurde er sehr wütend. Er untersagte Nina, ihn zukünftig auch nur noch ein einziges Mal als Grund für ihre Abenteuer zu missbrauchen. Nina verweigerte dazu jeden Kommentar. Wetsch alias Rot 2 und Bix alias Rot 3 sollen maßgeblich an der Zerstörung eines Todessterns beteiligt gewesen sein und tauchen Gerüchten zufolge immer wieder in einer sehr berühmten japanischen Rollenspielserie auf. Fleming Olsen musste erschrocken feststellen, dass das Ende aller Tage wohl doch noch ein Weilchen auf sich warten lässt. Da sein durch exzessives Reisen beträchtlich geschrumpftes Vermögen bis dahin wohl kaum reichen dürfte, widmet er sich jetzt wieder der Touristikbranche. Seine Erlebniskreuzfahrten auf Nachbauten von Titanic, Poseidon und Andrea Doria gelten in den Kreisen der oberen 10.000 als der allerletzte Schrei. Der Paparazzo Feng Li schwimmt im Geld, seitdem er ein Abkommen mit einigen Prominenten hat und seine skandalösen Fotos nicht mehr veröffentlicht. Der naseweise Oscar wurde von Portier Sidney adoptiert. Gemeinsam tingeln sie seither als Rumba-Duo auf diversen Kreuzfahrtschiffen über die 7 Weltmeere. Bei den Behörden, von denen Sam Peters Hilfe anfordern wollte, traf sie nie ein. Da ihr Kompass unterwegs zerbrach und sie keine Signalraketen mehr bei sich hatte, irrte sie hilf- und orientierungslos durch den indonesischen Dschungel. Wochen später begegnete sie einem Äffchen mit roten Pfoten, das sie zu einer Bucht führte, wo sie von einem Fischerboot aufgelesen wurde. Alle Versuche, Max zu einem gemeinsamen Abenteuer unter dem Titel Sam und Max, zwei Verliebte in geheimer Mission, zu überreden, blieben aufgrund Ninas massivem Widerspruch bislang erfolglos. Der Frosch in der Maske aus dem indonesischen Tempel wusste schon in jungen Jahren seine Artgenossen durch sein charismatisches Auftreten und seine überzeugenden Predigten zu faszinieren. So gelang es ihm auch schnell, die Tempelwache von seinen Motiven zu überzeugen. Gemeinsam pilgern sie seitdem durch die Bahnhöfe dieser Welt und verkünden allen, die es nicht wissen wollen, ihre einzigartige Weisheit: Nur Fliegen sind schöner. Der Imbissbudenbesitzer macht seit kurzem exzellente Geschäfte mit seiner neuen Internetfirma, die Glückskekse mit Sprüchen nach Kundenwünschen verkauft. Ob als Motivationshilfe für Entwickler: Schlaf ist der Feind des Erfolges. Als Gimmick für die Presse: Bewerte dieses Spiel hoch, sonst wirst du tief fallen. Oder auch als Packungsbeilage für den Endkunden: Zufrieden ist stets der, der keine Ansprüche stellt. Die Verwendungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Durch den Alkoholentzug erinnerte sich der Clochard plötzlich wieder an seine Vergangenheit als Kommissar Kansky. Bei dem Versuch, sich ein 10-Cent-Stück aus dem Wunschbrunnen zu angeln, rutschte er aus, schlug sich den Kopf an, verlor erneut das Gedächtnis und wurde zu einem gefeierten, exzentrischen Schauspieler. Als der Landvermesser den in Alufolie gewickelten Becher über seinen Hehler an einen berühmten Kunstsammler verticken wollte, flog er auf und schmort seitdem im Gefängnis, wo er sich mit dem Mundharmonika spielenden Gefangenen eine Zelle teilt. Das schwere Gerät aus seinem Jeep hat man ihm zu seinem größten Bedauern vorher abgenommen. Weil die Polizistin das ewige Gejaule des Mundharmonikaspielers und die endlosen Unschuldsbeteuerungen des Landvermessers nicht mehr ertragen konnte, hängte sie ihren Job an den Nagel und führt seitdem Dopingproben bei großen Radsportveranstaltungen durch. Herr Rossi sucht immer noch sein Glück. Und die Autovermietung sucht immer noch Herrn Rossi, seitdem sie den nur mäßig ausgebesserten Kratzer in dem teuren Sportwagen entdeckt hat. Durch die Erfolge seiner Affendressur ermutigt, versuchte der Zoowärter, dem Nilkrokodil das Apportieren beizubringen. Jetzt arbeitet er als Kapitän Hook in einem bekannten Freizeitpark vor den Toren von Paris. Die Gefängniswache Spivak entkam wie durch ein Wunder der gewaltigen Explosion. Er entschied sich für eine kleine Auszeit vom Dasein des Heldenbewachers und verfeinerte seine Käsesuppenkreation bis zur Perfektion. Nach einigen Auftritten in Kochshows entschied er sich aber dann doch dafür, wieder in seinen alten Beruf zurückzukehren. Die ersten Bewerbungsgespräche stehen demnächst an.
Ja, okay, dann lesen wir mal vor. In Gedenken an David Correll, Matthew Wakefield, William Patterson, Bischof, Chester Perry, Pat Charlton, also Pater wahrscheinlich, Catherine Jordan, den Schiffsarzt, den Barkeeper, den Kapitän und die Turmwache, die im Dienste von Spannung und Dramatik ihr virtuelles Leben lassen mussten. Ja, hier haben wir die Bilder. Und wie wir sehen, sehen wir da halt die Leute, die ich gerade erwähnt habe. Ich lasse das mal ganz kurz noch ein bisschen und dann klicken wir auf den schönen Button da unten. Ja, also, wie wir sehen, die blonde Dame, die kennen wir noch aus dem ersten Kapitel. Wir drücken mal drauf, würde ich mal denken. So. Bei der Entwicklung von Geheimakte 2 kam übrigens fast keine Tiere zu Schaden. Ja. Die Entwickler selbst hingegen wurden sabbernd und stammelnd in geschlossenen Anstalten verfrachtet. Befinden sich inzwischen aber wieder auf dem Weg zur Besserung. Ja. Hier hätten wir das Zertifikat, wo drinne steht: Hiermit bescheinigen wir Ihnen, dass Sie Geheimakte der 2 Puritas Cardius erfolgreich durchgespielt und die Welt vor den Untergang gerettet haben. Sie dürfen sich von nun an mit den Titel Superheld schmücken. Die Spielzeit beträgt so und so viel und so weiter und so weiter und so fort. Ne? Rechte Maustaste, linke Maustaste, Spielhilfe, gelaufene Meter, Anzahl der Speichervorgänge. Die Auswertung der Statistik hat ergeben, dass sie so gut waren, dass sie sich damit automatisch für weitere anstehende Weltrettungsaufgaben qualifiziert haben. Das Geheimakte-Team verneigt sich vor dieser Leistung in tiefster Ehrerbietung und allergrößten Respekt. Ein Bild dieser Urkunde wurde im Installationsverzeichnis gespeichert. Ja, warum ich mich dort verlese? Mein Gott. Ist halt so. Weil ich das Bild irgendwie so ein bisschen verkleinert hatte. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir geschwind wie der Wind auf die Credits, weil das sich so gehört. Und ich sag euch gleich, das habe ich jetzt ganz kurz zusammengeschnitten. Also begrüße ich euch nämlich gleich nochmal, ne? Also, ja. Fangen wir mal an, ne? Ja, hi Leute, hier sind wir wieder. Ja, wie versprochen, ich habe nämlich die Credits vergessen. Werde ich jetzt mein Fazit nochmal in den Credits machen. Kurz auf die Uhr guck, 32 ist es jetzt. Okay. Also, ich finde, erstens einmal, die Musik ist geil, Urlaubsfeeling. So, und die mache ich jetzt für mich persönlich leiser. So, dann kann ich mehr darauf konzentrieren, was ich euch jetzt hier erzähle. Gut, es wird keine große Überraschung sein. Das Spiel finde ich an sich gut. Ich finde es super, wie die Leute sich die Story da ausgedacht haben. Aber auf den Müll muss man doch erstmal kommen, seid mal ehrlich, ey. Und gut, okay, der Schluss ist irgendwie fast so wie im ersten Teil. So nach dem Motto. Und was mich auch ein bisschen sehr wundert, ist aber, dass Max irgendwoher jetzt einen Helikopter hatte, weil den hatte er nicht. Ich habe eine Biene im Zimmer. Let's, yeah! Cool, Mann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das Vieh mal rausfliegen. Wurscht. Fuck. Ich sollte mich jetzt nicht davon ablenken lassen. So, ja, ihr seht jetzt gerade, von wem das alles produziert worden ist und sonst was und wer da mitgemacht hat und so weiter, ne? Ich muss sagen, das Level, was mich am meisten angekotzt hat, so vom Schwierigkeitsgrad, sorry, jetzt habe ich das gehört, war das in Paris, wo wir Ex-Kommissar Kanski, so,
eben hier gedünst die Steine finden sollten und so weiter, ne? Und das Rätsel, was mich am meisten angekotzt hat an sich, das war halt das Level, aber das Rätsel an sich war dieses, wo wir den Ring da rein, um den Namen daraus zu finden, weil ihr habt es ja gesehen. Ein Glück, dass es so einen Lösungsweg gab, dass der andere Typ das dann gemacht hat, ne? Ja, dann, wie ich sehe, sind die Credits schon zu Ende. Ich sag mal fix mein Fazit. Mein Fazit von diesem Spiel ist, ich würde es wirklich, so nur um die Musik beizubehalten, ich würde es wirklich, ohne Witz, jedem empfehlen, auch den Leuten, die jetzt nicht wirklich solche Games zocken. Weil, wie gesagt, ich bin auch so eine, die hat noch nie vorher so ein Spiel gespielt, mit dem ersten Teil halt. Und ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie macht es mich traurig, dass es jetzt keinen dritten Teil gibt, weil irgendwie ist mir Nina und Max, die sind mir am Herz gewachsen. Ich weiß nicht, das hört sich derbskrank an. Aber ich weiß nicht, ihr wisst bestimmt, wie ich das meine. Also ich finde, für den Preis von 9,99 € ist es ganz anständig. Ich meine, es gibt schlechtere Spiele für das Doppelte an Geld, ne? Die Biene kommt immer näher. Yay! I hate it. Oder ist das nur eine Riesenfliege? Fuck. Naja, auf jeden Fall sollte ich mal ein letztes Show von der Fliege machen, oder wie? Ja, nee, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und so weiter. Und wir sehen uns dann in eins der anderen Projekte. Na? Oder vielleicht, was weiß ich. Ne? Als Gastkommentatorin irgendwo. Ne? Also, in dem Sinne, bis bald, man hört sich. Tschüss. Ach ja, bevor ich vergesse, muss ich ja eine Note abgeben. Und das zu langweilig ist, wenn ich habe ja nichts, woran ich das vergleichen kann. Wenn ich immer nur eine 1 gebe, würde ich sagen, ich weiß nicht. Von der Grafik her ist es jetzt nicht High-End. Ja, die Story finde ich 1A. Ja, was haben wir noch? Ja, okay. Ein Minuspunkt ist natürlich, ist aber klar bei einem Clickpoint-Adventure, dass man nicht diese WASD-Steuerung hat oder Pfeiltasten, die ja auch manche benutzen, dann ja, ich würde sagen, ich gebe den eine 3-2. Ja. Oder? Ja, mit der Tendenz zum 2+. So in diesem Radius, ne? Also dann, bis bald. Tschüss.